not present as a chairman. And so I would like to call the first speaker, Sevinç Günel from Hacettepe University in Ankara. And the title of her talk will be the Spät Bronzezeitliche Siedlung von Cinetepecik und ihre Bedeutung für Anatolien. So, thank you. Please. Meine Damen und Herren, zuerst möchte ich mich für die Möglichkeit, bei diesem Treffen als Rednerin zu erscheinen, bei der Alexander von Humboldt Stiftung und der Universität Kafoskari und also bei dem Komitee des Symposiums herzlich bedanken. Ich werde über die Siedlung von Cinetepecik aus der späten Bronzezeit general berichten und unter besonderer Berücksichtigung der Funde zu den kulturellen Beziehungen sprechen. Im Bereich des Cine, dem antiken Fluss Marsias, einem südlichen Nebenfluss des Bükmenders, also des Mäanders, verlief ein Weg in südlicher Richtung durch die Mäanderebene bis in die Cine-Region. Diese geografisch geschützte Lage und die Gewässer des Mäander ermöglichen hier die Entstehung fruchtbarer Täler, weshalb diese Zone seit prähistorischer Periode ein optimales Ansiedlungsgebiet ist. Südlich des Mäander werden die Ausläufer der östlichen und westlichen mäntischen Gebirgskette durch das Fluss Cine unterbrochen. Die Cine-Ebene ermöglicht durch ihre geografische Lage mit den natürlichen Durchgängen eine Verbindung zwischen der Ägäischen Küste im Westen und Inneranatolien im Osten. Heute liegt Tepecik in dieser breiten Ebene östlich des Cine-Cine in einer geografisch zentralen Position, davon hier aus durch die Täler nach Westen und nach Osten entlang dem Fortlauf des Mäander eine Verbindung besteht. Tepecik ist ein sehr niedriger Siedlungshügel, der sich in ovaler Form von Norden nach Süden verbreitert. Aufgrund der sehr geringen Kenntnisse der prähistorischen Zeit und auch des relativ unerforscht gebliebenen Gebietes im Bereich südlich des Aydın-Gebirges haben die Ergebnisse der Ausgrabungen von Tepecik für die vorgeschichtlichen Epochen eine große Bedeutung. Die Grabungen in Tepecik, die seit 2004 mit der Genehmigung des Kulturministeriums durchgeführt werden, zeigen eine ununterbrochene Besiedlung des Ortes vom Spätneolithikum bis zur Bronzezeit. Die bisher in Tepecik durchgeführten Grabungen brachten kulturelle Überreste zutage, die auf eine bestimmte stratigraphische Einteilung und auf architektonische Schichten schließen lassen. Die im Westen des Hügels festgestellten Gräber aus Dachziegeln zeigen, dass in der hellenistischen Periode der Hügel als Gräberfeld genutzt wurde. An der Oberfläche liegender Fürschutt erbrachte zahlreiche Keramikfunde aus der kahlen geometrischen Periode. Die im Süd- und Westareal erhaltenen architektonischen Reste zeigen, dass die Schichten 2,1 und 2,2 der Siedlung, die aus dem 2. Jahrtausend vor Christus datieren, Anzeichen einer eigenständigen Kultur haben. Die jüngste Phase der Architekturreste dieser Besiedlung, die Schicht 2,1, enthielt Funde, die auf die zweite Hälfte des 2. Jahrtausends vor Christus datiert werden. Auf diesem Plan wurde die architektonische Schicht der Spätbronzezeit, dunkelgrau, markiert.
Die spätbronzezeitliche Siedlung wurde nach bisherigem Stand der Grabungsarbeiten in dem westlichen und südlichen Teil des Hügels freigelegt und erweist erkennbare architektonische Zusammenhänge. Im westlichen Teil des Hügels folgt eine Befestigungsmauer in Nord-Süd-Richtung entsprechend der Topographie des Hügels. Die Befestigungsmauer war sowohl in ihren Nord- und Ost- als auch in ihren Südwestabschnitten zusätzlich durch quadratische Türme verstreckt. Die Dicke der Mauer betrug 2,20 Meter. Nach dem bisherigen Stand der Grabungsarbeiten wurde diese Mauer auf einer Länge von 55 Metern freigelegt. Man geht davon aus, dass diese Türme in bestimmten Abständen, etwa von 20 Metern, in die Festungsmauer eingebaut waren. Aufgrund ihrer Bautechnik und der Ausrichtung, die der Topographie des Hügels folgt, scheint es sich hier um eine starke Befestigungsmauer zu handeln. Dass sich die zur Festungsmauer gehörenden Ziegel auf einer Grundmauer erhoben, wird klar aus den Ziegelresten, und zwar sowohl in der Mauer als auch in deren Umgebung. Der nordöstliche Teil der Verteidigungsmauer wurde einst durch Türme befestigt. Hier sehen Sie den Fußboden, der zu einem kleinen Teil freigelegt worden ist, und ein bahnenförmiges Gefäß im Turm. An der südwestlichen Seite der Mauer wurde ein anderer Turm angetroffen, der aber erheblich zerstört war. Die aus diesem Areal stammenden Gefäße bestehen zum überwiegenden Teil aus einheimischen Waren verschiedener Gattungen, nämlich feiner, mittelfeiner und grobtongrüniger Ware, wie zum Beispiel diese S-förmige Schüssel, die besonders für Westanatolien typisch ist. Des Weiteren wurde ein mykenisches Kraterfragment gefunden. Die Form und der Versierungsstil des Kraters entsprechen dem Spektrum der bekannten mykenischen Keramik. Die spätbronzezeitliche Siedlung breitete sich in den Süden und Osten der Befestigungsmauer aus. Die in diesem Areal liegenden Architekturreste stehen mit der Befestigungsmauer in Beziehung. Die hier gezeigten Mauerecken bilden einen Raum. Das Gebäude hat 45 bis 50 cm dicke Mauer mit einer gut erhaltenen Eckenstruktur, deren Länge 3,5 Meter beträgt und die Breite 2 Meter. In diesem Raum wurden in einer Bronzschicht ins Tür vom Bronz zerstörte Gefäße neben und ineinander platziert gefunden. Die hier gefundenen Gefäße weisen einheimische und importierte Waren sowie unterschiedliche Formen auf. Die hier gezeigte Schale mit einem runden Körper und diese Schüssel mit S-förmigem Profil ist ineinander gefunden worden. Mit S-förmigem Profil treten bei mittelfeinen hellbraunen Waren auf, die in Material, Herstellungstechnik sowie in den Formen den aus Westanatolien bekannten Göttungen ähneln. Ebenso sind auch diese aufeinander liegenden Teller mit unterschiedlichen Größen im Raum belegt. Eine weitere wichtige Gruppe innerhalb dieser Funde ist die mykenische Ware. In diesem Fall wurden Material- und Herstellungstechnik sowie Versierungsarten zur Unterscheidung zwischen importierten und imitierten Waren herangezogen.
Diese Bücherkanon zeigen bei der Versierung ganz typische mechanische Motive, die auf verschiedenen Gefäßtypen häufig im Spätaladikum 3b und Spätaladikum 3c vorkommen. Des Weiteren fanden sich auf dem Boden eine mit roten breiten Bändern versierte Schüssel und eine Amphora, die beide lokal gefertigte mykenische Ware sind. Die in diesem Raum gefundenen Gefäße, besonders davon die mykenischen Exemplare, zeigen mit ihrer Form und Versierungsart eine chronologische Einordnung in die Phasen Spätaladikum 3b und Spätaladikum 3c. Die Fundstelle dieser gestapelten Gefäße mit unterschiedlichen Formen weist darauf hin, dass dieser kleine Raum als Depot benutzt wurde. Südlich und östlich der Befestigungsmauer liegen weitere architektonische Reste frei. In diesem Areal sieht man die vom Brand verursachten Zerstörungen an den Architekturresten und an den Institutgefäßen. Unter den Funden wurden die Gefäße, die hier kommen, zum Beispiel ein Teller, ein Topf mit drei Füßen und ein Krug vorgefunden. Südöstlich dieser Architekturreste befindet sich ein weiteres Gebäude. Dieses Gebäude ist in nord-südlicher Richtung orientiert, hat einen rechteckigen Grundriss mit 16,50 Meter in der Länge und 4 Meter in der Breite. Auf dem Boden dieses Gebäudes fand sich eine große Zahl von Gefäßfragmenten und auch Pythos-Scherben, die spätestens beim Einsturz des Gebäudes zerbrochen wurden. Die Funde konzentrieren sich speziell auf das Gebiet nahe der Westmauer des Gebäudes und liegen dort neben und übereinander. Neben den Pythos-Scherben und Böden wurde auch ein Pythos-Institut gefunden. Es wird deutlich, dass Pythoi und Gefäße in Zusammenhang mit der Zerstörung des Gebäudes in südwestlicher Richtung verstreut wurden. In diesem Zusammenhang weisen die auf dem Fußboden zahlreiche gefundenen Scherben sowie Pythoi darauf hin, dass dieses Gebäude zur Lagerung als Magazin oder Lagerraum verwendet wurde. Unter den Gefäßen auf dem Boden befinden sich ein Henkelbecher, Teller mit starken Brandspuren und unterschiedlichen Größen und ein Krug, sowie Schüssel, sie sind charakteristisch für die lokale Waren aus feinem und mittelfeinem, rötlich-braunem und gelbbraunem Ton. Die hier gezeigten Gefäße aus diesem Areal treten in verschiedenen Gattungen auf, die was Materialherstellungstechnik und Formen betrifft, auch von anderen westanatolischen Fundorten des 2. Jahrtausends vor Christus bekannt sind. Im Fundkontext erscheint zudem auch mykenische Keramik, von der besonders die Kylikes und Kratere erwähnenswert sind. Neben der einheimischen Keramik spielen auch die hier gefundenen mykenischen Gefäße ohne Zweifel eine wichtige Rolle in der Bestimmung und Datierung des Gebäudes. Unter den mykenischen Gefäßfragmenten können den Kylikes und Krateren eine besondere Bedeutung zugewiesen werden. Die im Pictorial-Stil angefertigten Kraterfragmente wurden im südlichen Teil des Gebäudes zusammen mit anderen Gefäßfragmenten gefunden.
Von einem der großen Kriterien der mykenischen Keramik sind der Rand, der Gefäßkörper und einer der Henkel erhalten. Auf diesem Kriterium ist ein Krieger dargestellt, der seinen Speer wirft. Auf dem Kopf trägt er einen Helm des Typs Igel, der sich von der Stirn bis hinten in den Nacken erstreckt. Der rechte Arm ist erhoben, er will wohl die über dem Kopf gezeichnete lange Lanze werfen oder hat diese in diesem Moment gerade abgeworfen. In der Periode später Ladikum 30 sind auf figürlich bemalten mykenischen Gefäßen Kriegerdarstellungen mit diesen ähnlichen Helmen und Waffen zu sehen, sowie Wagen- und Schiffsszenen in der Ägäis und sowie in Griechenland. Im gleichen Gebäude wurde ein weiteres Kraterfragment gefunden, dessen Wandstärke und Größe auf einen großen Krater schließen lassen. Die Szene auf dem Krater wird oben und unten durch ein breites Band begrenzt. In dieses Bildfeld ist ein Hirsch mit äußerst fein gearbeiteten Hörnern platziert. Das Hauptthema in dieser Szene ist also eine Jagdszene, bei der Hunde einen Hirsch angreifen. Auf dem Kriterium kommt auch ein Vogel vor, der den Hirsch begleitet. Es ist vorstellbar, dass in Verbindung mit dieser Szene möglicherweise auch eine Jägerdarstellung vorhanden war. In der Tradition der figürlichen mykenischen Keramik ist dieses Thema einer Jagdszene zu sehen, in der ein Jäger und seine Hunde einen Hirsch angreifen. Man kennt ähnliche Kompositionen im piktorischen Stil auf Kriterien in Griechenland, in der Ägäis sowie im östlichen Mittelmeer. Wenn man die Anzahl und das Verbreitungsgebiet dieser Gebäude im ägäischen Raum, die der Tradition mit mykenischen Figuren und Motiven angehören, in Betracht zieht, sind die Kriterien von Tepecik, die eine so prächtige Szene widerspiegeln, äußerst speziell und bedeutungsvoll. Die Funde in Tepecik scheinen die Wirkung des Zerfalls der mykenischen Paläste in Griechenland und parallel die kulturelle Entwicklung der ägäischen Welt während der letzten Phasen der späten Bronzezeit wieder zu spiegeln. Außer der Keramik wurden die zwei Siegelabdrücke in diesem Gebäude gefunden, die nicht nur für die historische Geografie des Mäandergebietes, sondern auch für die Präsenz oder den Einfluss der Hethiter in Westanatolien bedeutend sind. Die Siegelabdrücke sind in die hethitische Großreichszeit zu datieren. Die Lesung der Inschrift auf diesen Siegelabdrücken hat Professor Susanne Herbert von der Universität Leipzig erarbeitet. An dieser Stelle möchte ich Frau Herbert für die wissenschaftlichen Beiträge zu diesen Siegelabdrücken danken. Nach der Mitteilung von Susanne Herbert trägt eine diesen Abdruck eines hethitischen Siegels mit hieroglyphischen Zeichen. Die Inschrift auf diesem Siegelabdruck ist Tarkashnapia und Shurali zu lesen. Im Hinblick auf den Fundort im Westen Anatoliens ist ein Name, der mit Tarkashna, das heißt Esel, gebildet ist, besonders interessant. Der König Tarkashnava des Landes Mira trägt ebenfalls einen mit Tarkashna gebildeten Personenname. Auf der anderen Seite können wir Ihnen auf dem zweiten Siegelabdruck den Titel des Siegelinhabers bereits mitteilen.
Es handelt sich um einen Prinzen, genau gesagt um einen Enkel des Königs. Die Arbeiten von Susanne Herbert für eine Publikation bezüglich des zweiten diesen Siegelabdrückes sind auch im Gange. Im Licht dieser Ergebnisse besitzen die beiden Siegelabdrücke von Tepecik ohne Zweifel für die Kulturgeschichte dieses Raumes eine große Bedeutung. Sie präsentieren neue Informationen, die einen Beitrag leisten zu den Diskussionen in Zusammenhang mit der historischen Geografie Westanatoliens, wie wir sie aus hethitischen Texten kennen. Andererseits weist der Fundstelle dieser Siegelabdrücke in einem Gebäude, das als Lagerraum diente, auf Tätigkeit einer örtlichen Verwaltungsgewalt in Tepecik hin. Diese Daten offenbaren, dass dieses Gebäude auch bei den Beziehungen zwischen den Gebieten eine Funktion innehatte. Neben diesen Gebäuderesten befindet sich diese Plattform aus kleinen Steinen. Oh my God. Auf der Steinplattform wurden kleine Flächen von 1,70 und 2 Meter festgestellt, die einem nicht sehr regelmäßigen, aber nahezu kreisrunden Plan aufweisen. Die weiteren Überreste, die sich im Westen dieser Plattform befinden, sind für unsere Beurteilung bezüglich dieses Areals erhellend. Auf diesem Areal wurden neben Pitos-Scherben zwei Pitoje in situ festgestellt. Die Ränder dieser Pitoje waren mit je einem ebenförmigen Stein verschlossen. Außerdem waren diese Pitoje, wie auf der Steinplattform zu sehen ist, mit kleinen Steinen abgegrenzt. Ja, die beiden Pitoi und ebenförmigen Stein verschlossen. Sowohl die Steinplattform auf diesem Areal als auch der Abschnitt, auf dem sich die Pitoi mit den sie umkreisenden Steinen befinden, sind miteinander zu einem Areal verbunden. Es wurde klar, dass es sich hier um ein Abbewahrungssystem handelt, bei dem große Pitoje zwecks Lagerung platziert und mit einer Steinplattform umgeben wurden. Die Böden dieser nebeneinander platzierten großen Pitoje haben im Vergleich zu deren Bauch einen recht kleinen Durchmesser. Ich bin verfällt. Neben den Pitoje in diesem Areal fand sich ein mit roten ineinander liegenden Halbkreisen versierten mykenischen Gefäß und gleich im Süden dieser Struktur wurden beieinander 14 Gewichte und zahlreiche Gewichtsfragmente aus Terrakotta aufgedeckt. Die in diesem Areal vorhandenen Mauerreste zeigen, dass sie die Siedlungsbereich in der Richtung nach Süden ausbreitet. Die hier aus dem Füllschutz sowie aus den architektonischen Resten stammenden mykenischen Gefäße beweisen in der Schicht 2,1 die Existenz einer von der mykenischen Kultur beeinflussten Siedlung. Die Form wie auch die Versierungstradition entsprechen dem mykenischen Stil, für den es Beispiele in Griechenland sowie auf den Ägäischen Inseln, aber auch an der westanatolischen Küste gibt. Das verdeutlicht diese Tabelle, wo im Licht der vergleichbaren Funde die kulturellen Beziehungen Tepeciks in die Spätbronzezeit hinein verfolgt werden können. Außer der Keramik sind die Metallfunde, die nahe der Westwand in diesem Lagerraum und
seiner Umgebung gefunden wurden, eine wichtige Gruppe. Hier sehen Sie Pfeilspitzen und Nadel aus Bronze. Im Süden und Südwesten dieses Siedlungsareals wurden starke Brandspuren beobachtet, die als Schwarzlinie im Profil verfolgt werden können. Diese Zerstörung verwandelt sich noch weiter im Süden in eine recht dicke Aschenschicht. Auf diese Weise wird gezeigt, dass die spätbronzezeitliche Siedlung auch im Licht unserer Arbeiten hinsichtlich der Keramikfunde in einer Chronologie bewertet werden kann, die sich ungefähr von 1350 bis 1240 vor Christus erstreckt. Wenn wir im Zusammenhang mit dieser Tabelle generell die Siedlungsmodelle aus der späten Bronzezeit in Westanatolien, die Verteidigungssystem aufweisen, vor Augen halten, können wir davon ausgehen, dass sie die Festungsmauer in Tepecik entsprechend der Topographie des Hügels erstellt und einen regionalen, lokalen Grundriss hat. Diese Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen bieten wichtige Hinweise zum Verständnis der kulturellen Entwicklungen dieses Gebietes. Aufgrund seiner günstigen Lage im südlichen Bereich Westanatoliens stellt Çine Tepecik ein neues Zentrum dar, das zwischen dem Ägäischen Raum und Inneranatolien liegt. Über den Seehandel war Tepecik mit der Ägäischen Welt verbunden. Zugleich existierte eine Rückbindung an den anatolischen Raum. In dieser Mittelrolle, so lässt sich spekulieren, öffnete Çine Tepecik den neuen kulturellen Errungenschaften Zentralanatoliens und der Ägäis den Weg nach Westanatolien.